Ja, guten Morgen, liebe Kanzlerin Kanzler. Jetzt in der Marktstraße, man hört die Kirchenglocken von ferne und es ist, ich muss gerade gucken, 10:15 Uhr. Und hier in der Marktstraße befinden sich alte und neue Gebäude. Gebäude aus den 50er Jahren, die teilweise wie hier kriegszerstörte Gebäude ersetzten. Und eben daneben auch Gebäude, die Kern vielleicht sogar ins Mittelalter zurückführen und im 19. Jahrhundert umgestaltet wurden. Interessant, wie bei diesem Gebäude zum Beispiel, obwohl es aus den 50er Jahren ist, die Fachwerkgestaltung, das war kein Elefant aus der Wilhelma, das war ein Mensch, der sich gestolzt hat, wie diese Fachwerkgestaltung hier trotzdem aufgenommen wurde. Ja, jemand hat mir mal erzählt, dass eines dieser Gebäude hier, vielleicht sogar dieses, weil so viele Sekretärinnen vom Daimler drin gewohnt hätten, dass das Drachenburg im Volksmund hieß. Naja, also das ist heute überhaupt nicht mehr politisch korrekt. Hier dieses rechte Gebäude mit dem 50er-Jahre-Erker, der gerade im Schatten ist, das stand an der Stelle der alten Krone, also eines Gasthauses, in dem sogar Könige manchmal abgestiegen sind im 16. Jahrhundert, die Königin von Portugal. Und der Wirt konnte sich sogar auf Portugalesisch, also Portugiesisch, mit ihr unterhalten und bekam dafür sogar einen goldenen kleinen Schmuck als Erinnerung geschenkt. Also sie hat hier allerdings nur die Mittagsrast, wenn ich es richtig weiß, gemacht. Und sie wurde hochgetragen in die Stube. Die Gaststube war dann im ersten Stock. Ja. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich die Drachenburg. Und dann beginnt hier die Brählesgasse, benannt nach der Familie Brähle, die eine alte Fischerfamilie war. Ursprünglich hieß die Gasse bis in die 30er Jahre Fischergasse und führte halt durch ein kleines Tor, das Fischertörlein, hinaus zum Neckar. Das Eckhaus hier, da wurde Emil Kiemlen, der Bildhauer, geboren. Und schon vor 100 Jahren konnte man dort Tabak kaufen. Und dann sehen wir eine Fassade, die nicht die Fachwerkfassade ist, obwohl das Haus alt ist. Es ist eine aufgenagelte Zierfassade, wie man sie um 1900 im Rahmen des Heimatstils auch geschätzt hat. Das war eine billigere Möglichkeit, die verputzte Fassade sozusagen aufzuwerten. Und das ist ein Fachwerk, wie es im Mittelalter in der Form überhaupt nicht vorkam und auch nicht in der frühen Neuzeit. Daneben das grüne Haus ist das Haus der Seiler-Familie Wunder, die tatsächlich seit dem 17. Jahrhundert immer noch hier lebt. Also wahrscheinlich das Haus mit der längsten Familientradition, mindestens eines davon. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Das hier ist das Gasthaus zum Bären gewesen früher. Irgendwann war auch mal eine Nordsee drin. Ältere Cannstatter werden sich erinnern. Und auch hier war es so, dass im Obergeschoss die großen Gasträume waren. Und wir sehen hier noch dieses wunderschöne, wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammende Wirtshausschild mit einem Bären. Ich lasse Kinder oft bei Führungen raten, was es für ein Tier ist. Und manche sagen ein Schwein zum Beispiel. Aber es ist tatsächlich ein Bär. Und der ehemalige Wirt Karl Enderlin hat sich hier verewigt. Und in diesem Bären, da hat auch eine ganze Menge stattgefunden. Also viele Vereinsgründungen. Der Gewerbeverein, glaube ich, hat sich hier auch immer regelmäßig getroffen. Und auch eine Art Vorschussbank, das war von einem Herrn Kraus in den 1860er Jahren. Also ein großer Verein, der mit viel Geldanlage und nachher dann großem Tamtam zusammengebrochen ist. Vielleicht mal eine eigene Geschichte. Ja, und dann schauen wir uns noch diese anderen Häuser hier an. Also Fielmann, das ist auch ein altes Haus. Da war lange das Wäschegeschäft Beitinger drin. Und gleich daneben Spielwaren Glaser, die auch heute noch hier sind. Beim Beitinger ist interessant, dass wir noch in Teilen die alten Konstruktionen der Schaufenster haben, die so um 1900, kurz nach 1900 reinkamen. Die Gebäude hatten ja unten nur kleine Fenster, auch wenn vorher schon Läden drin waren.
Und wir schauen uns hier mal an, auch wenn es nicht mehr so wunderbar, weil so oft drüber gestrichen ist, da steht, wo das hergestellt wurde, nämlich bei der Eisengießerei M. Streicher in Cannstatt. Darüber auch mal ein eigener Film. Tatsächlich sind im Inneren sogar Säulen noch da, gegossene Säulen. Ich habe gehört, sie sollen zugehängt werden durch eine Neugestaltung innen. Das ist natürlich nicht gut. Weg sollen können sie nicht, aber man möchte sie verschalen, damit es moderner aussieht. Warum eigentlich, frage ich mich. Ja, und hier das Haus von Spielwaren Glaser. Sehr schön diese kleine Märklin-Leuchtreklame, wahrscheinlich so aus den 60er Jahren oder so. Und tatsächlich immer noch Familienbetrieb, wo sie auch vieles finden können, was man, an das man gar nicht denkt, dass das auch Spielzeug ist. Und daneben dann, jetzt als letztes Haus, was ich heute vorstellen möchte, das Rathstüble. Im Rathstüble hat sogar 1914 Hermann Hesse mal ein Mittagessen gegessen. Der Kursaal war nämlich schon gesperrt durch den Krieg und ein Lazarett dort. Und das Rathstüble hat auch, obwohl es aus dem 17. Jahrhundert ist, eine sogenannte Zierfassade, die um 1900 an das Stüble herankam. Damals hieß es natürlich nicht so. Es ist ein Spruch aufgemalt: Man soll in heißen Sommerzeiten sein Zünglein in die Schwemme reiten. Im Lenz, im Herbst, in Wintertagen wird auch ein frischer Trunk behagen. Im Rathstüble traf sich viel Prominenz. Ja, gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg, bis dann leider der Wirt Herr Deiß verstarb und das Rathstüble seine Pforten schloss. Das Besondere daran ist auch noch eine kleine Figur, die auch erst um 1900 draufkam. Jetzt hört man die Kirchenglocken, das Vorläuten auf 10 Uhr. Und diese Figur zeigt den Nachtwächter, den es bis Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich in Cannstatt gab. So nach dem Motto: Hört ihr Leute und lasst euch sagen. Und die Glocken, die schlagen ja jetzt. Er hat die Schlüssel zu den Stadttoren dabei und seine Laterne und die helle Barde, um sich zu schützen gegen Überfälle. Und er passt also immer noch auf die Cannstatter Marktstraße, die ja viele Veränderungen hatte, auf. Und heute offensichtlich auch auf diese Taube da links, die sich hier einen Sonnenplatz geholt hat. So, das war's jetzt mal. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Schulze.